Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren EM-Block für. Warum will ich denn immer für sagen seit gestern? Verdammt nochmal. Nicht für von Paxis. Und ja, gestern erstes Viertelfinale Polen gegen Portugal. Was möchte ich da zuerst sagen? Also, natürlich ist Portugal weiter, das wissen wir ja alle. Polen hat verloren im Elfmeterschießen. 4-6 insgesamt. Interessanterweise war ich der Einzige in meiner. Moment, wir machen mal kurz leise. So, genau. Was wollte ich sagen? Ja, ich war interessanterweise der Einzige in meiner Kicktipp-Runde, der auf Portugal getippt hat, was schon sehr merkwürdig ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass mehr auf Portugal tippen, weil ja auch die Wettquoten für Portugal waren und nicht für Polen. Aber es haben alle drei anderen, die mitmachen, haben alle für Polen getippt. Und lustigerweise hat tatsächlich einer aus der Kicktipp-Runde ein Elfmeter-Ergebnis angegeben und hat 5-4 für Polen getippt. Oh mein Gott, wie kann man bitte auf Elfmeter tippen? Aber gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass es erstens zum Elfmeter kommt, dass dann auch noch dieses Ergebnis komplett richtig ist, weil 5-4, es kann ja auch 5-2 sein, es kann ja auch 4-1 ausgehen, das Elfmeterschießen, also ihr wisst, wie ich es meine, das kann ja alles Mögliche passieren und deswegen ist es so dumm eigentlich, das zu machen, aber es geht um nichts, wir haben auch kein Geld gesetzt, deswegen einfach nur aus Spaß und der Freude. Gut, dann möchte ich noch, bevor wir jetzt kurz aufs Spiel eingehen, möchte ich noch mal kurz vorher über die Kommentare reden. Und zwar haben zwei User unter meinem letzten Video geschrieben, dass Polen mega gut wäre und Portugal wäre viel schlechter, etc. Also, das war jetzt mal zusammengefasst, ne? Natürlich haben sie es ausführlicher geschrieben, aber das stimmt meiner Meinung nach nicht. Also, ich habe es ja eigentlich auch gestern schon gesagt, Portugal hatte die meisten Torchancen. Der eine hat geschrieben, dass das zeigen würde, wie schlecht Portugal wäre. Das ist ja Schwachsinn. Wenn sich jemand, also natürlich ist es schlecht, wenn jemand die Torchancen nicht verwertet, aber es ist immer noch besser, viele Torchancen zu erarbeiten, als gar keine Torchancen zu erarbeiten. Und darum geht's. Also, wenn man gute, sehr gute Torchancen erarbeitet, dann kommt irgendwann auch das Tor, weil man logischerweise irgendwann auch mal trifft. Und wir ja wissen, dass auch Portugal genügend Spieler hat, die Tore machen können. Also ist es nicht negativ, wenn jemand viele Torchancen macht, es ist nur negativ, die halt nicht zu machen. So. Und Polen hat meiner Meinung nach in den Spielen auch nicht so gut gespielt. Gegen die Schweiz haben sie sich dann gerade gegen Ende dann den Sieg überhaupt nicht verdient. Ich glaube, im letzten Spiel gegen die Ukraine war eigentlich auch die Ukraine zu Großteilen die bessere Mannschaft. Und Kuba hat durch eine gute Einzelaktion halt das Spiel gewonnen. Also, oder halt ein Tor geschossen, haben die gewonnen? Ich glaube, die haben gewonnen, ne? Also, im Großen und Ganzen war Polen die in der Vorrunde schlechtere Mannschaft. Auch wenn Portugal, wie gesagt, nur unentschieden gespielt hat und ja, ihre Torschancen nicht genutzt hat. Und was man halt auch nicht vergessen darf, was ich ja auch gestern schon gesagt habe, die Quoten, die Wettquoten waren eindeutig für Portugal. Und die Wettquoten werden von sogenannten Buchmachern gemacht, die davon leben, die Quoten so einzuschätzen, dass die Stärke, die reale Stärke der Mannschaften den Quoten sehr nahe kommen, weil wenn die einen Fehler machen, dann kann man ja als Spieler, der wettet, kann man ja damit Gewinn machen und die Buchmacher, die ja davon leben, dass man Verlust macht, wenn man wettet, auf lange Sicht gesehen, die würden dann Verlust machen. Das heißt, natürlich kommt es auch mal vor, dass Buchmacher Fehler machen und eine falsche Quote eingeben, beziehungsweise eben Mannschaften, es gibt ja noch andere Sportarten, dass die halt irgendwas falsch einschätzen, das kann natürlich passieren. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und es ging auch nicht darum, dass die Quote auf einen Portugal-Sieg, man setzt 1 Euro und man gewinnt 2. Und wenn man auf Polen setzt, 1 Euro gewinnt man 2,50 €. Also es waren ja nicht knappe Quoten, sondern es waren schon klare Quoten. Also Portugal war ja schon der deutlichere oder die bessere Mannschaft. Es war jetzt natürlich kein Klassenunterschied oder sowas und es hätte auch Polen gewinnen können. Aber abgesehen von den Argumenten, die ich vorher gebracht habe, muss ich sagen, dass halt einfach dieses letzte Argument, dass halt auch die Wettanbieter das so sehen, die Buchmacher das so sehen, ja eigentlich ausreichen sollte, dass jedem klar sein sollte, dass Portugal die bessere Mannschaft war. Von mir aus nicht die absolut mega krass Doppelzusteiger-Mannschaft, aber bisher war Portugal meiner Meinung nach und halt auch was die Quoten angeht, was die Buchmacher angeht, Portugal die bessere Mannschaft, von mir ist halt nur die leicht bessere Mannschaft, aber trotzdem so eindeutig, dass man sagen kann, Portugal war die bessere Mannschaft. So, jetzt haben wir ganz viel Blabla vorher über das, mit den Rest, mit den Rest sage ich schon, über den Quatsch vorher geredet. Kommen wir jetzt mal zum Spiel. War ja doch ein eher unangenehmes Spiel, möchte man fast schon sagen. Also da freut man sich ja schon richtig auf heute Abend Wales gegen Belgien, weil ich davon ausgehe, dass das Spiel deutlich anders wird. Und ja, die Mannschaften nicht so
Merkwürdig, teilweise spielen wie Polen gegen Portugal. Schön auf jeden Fall erstmal, dass Polen direkt am Anfang in Führung gegangen ist. Und ganz am Anfang vom Spiel waren sie auch definitiv die bessere Mannschaft. Portugal war mega überrascht, mega überrumpelt von diesem schnellen Tor. Lewandowski hat endlich sein erstes Tor geschossen, leider halt auch das letzte in dieser EM, weil sie ja rausgeflogen sind. Aber das war halt wirklich ein sehr guter Spielzug von Polen, dieses Tor. Und wie gesagt, sie hätten dann eigentlich ihre Überlegenheit, die sie dadurch gewonnen haben, nutzen sollen, um noch ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Tor zu machen. Die ein oder andere Halbchance gab es ja auch, aber hat halt nicht gereicht. Und genau jetzt im Video Live kommt ein Antwortkommentar zu dem Problem Polen gegen Portugal. Und ich bekomme, glaube ich, gerade Schluck auf, deswegen muss ich was trinken. Ich glaube, ich habe es gedodged. So, was wollte ich sagen? Genau. Und zwar kam jetzt eine Antwort auf dieses Problem, dass Polen besser wäre als Portugal. Und zwar, ich denke mal, ich kann den Namen sagen, weil es ist ja ein öffentlicher Kommentar. Und zwar hat Fanny Pilgo geschrieben, der ein Verfechter war von der Meinung, dass Polen die bessere Mannschaft ist. Schlechte Chancenverwertung ist so gut wie das Schlimmste, was es gibt. Wenn du einen Fehler ausnutzt, hast du verdient gewonnen. Kannst du sonst noch so viele Schüsse abfeuern? Natürlich bin ich Polen-Fan, komme zum Teil aus Polen. Ist doch das gleiche wie bei dir mit Deutschland. Siehst dich ja auch sehr arrogant gegen Italien. Was? Wo sehe ich mich denn arrogant gegen Italien? Hallo, ich bin ja wohl mal mit einer der subjektivsten Fußballfans der Welt. Natürlich bin ich für Deutschland, aber ich habe auch nicht umsonst die Sachen hier an. Aber ich habe auch ganz ehrlich gesagt, dass das Spiel von Deutschland gegen Polen zum Beispiel schlecht war. Dass im ersten Spiel, im Auftaktspiel von Deutschland, wir einfach nur Glück hatten, dass wir Manuel Neuer hatten. Sonst hätte es auch ja mit einem Gegentor oder vielleicht sogar unentschieden ausgehen können. Und auch im letzten Spiel haben wir 0 zu 0 gespielt, weil Manuel Neuer ein, zwei mega krasse Paraden rausgehauen hat. Also ich bin eigentlich immer ehrlich. Und Deutschland hat noch deutlich Luft nach oben und müssen sich steigern gegen Italien, aber trotzdem sehe ich Deutschland flexibler. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Deutschland und Italien reden, weil das machen wir dann morgen. Nee, Quatsch, am Samstag machen wir das. Aber ich sehe einfach Deutschland deutlich flexibler als Italien. Wir haben sie im Freundschaftsspiel besiegt und ich denke halt einfach, dass wir nicht mehr dieses Moralproblem haben, wie sonst, wenn wir gegen Italien spielen. Aber ist doch nicht arrogant. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir Italien auf jeden Fall wegballern, dass sie keine Gegner für uns sind. Also ich verstehe nicht, wo das auch. Also ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr findet, dass meine Kommentare arrogant sind, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich hätte das relativ subjektiv alles erläutert. Aber gut, ja, wie gesagt, dass Fanny Pilgo Polen-Fan ist ja nicht schlimm und dass man deswegen dann halt die ganze Sache ein bisschen positiver sieht, ist ja auch klar. Aber das war halt das, was ich so rausgelesen habe aus den Kommentaren, dass es wenig logische Argumente gab. Zum Beispiel wurde als Argument angeführt, dass Polen deutlich besser wäre als die letzten Jahre. Also es kann schon sein, dass Polen an sich deutlich besser ist als die letzten Jahre, aber mir ging es einfach darum, wer war in den Vorrundenspielen bisher besser, Polen oder Portugal? Wo habe ich mehr Potenzial gesehen? Und das war einfach bei Portugal. Ganz einfach. So, also ich bin ja auch kein Portugal. Also wie gesagt, ich bin eigentlich mehr Polen-Fan als Portugal-Fan. Das heißt, wenn ich das Ganze subjektiv, habe ich vorher die ganze Zeit von subjektiv geredet. Ich meine natürlich vorher, dass ich alles versuche, objektiv zu betrachten und nicht subjektiv, weil subjektiv ist ja das Parteiische und objektiv ist das Unparteiische. Ich Vollidiot. Also wie gesagt, ihr wisst, was ich gemeint habe. Genau, aber wie gesagt, ich bin eher Polen als Portugal-Fan, also müsste man ja sagen, dass ich eigentlich mehr pro Polen kommentieren müsste und dass ich eigentlich subjektiv gesehen dann für Polen wäre. Ich war ja auch für Polen, aber also ich mag Polen auch mehr als Portugal. Aber ich versuche halt trotzdem das Ganze objektiv zu betrachten und nicht subjektiv. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und in meiner objektiven Meinung finde ich oder fand ich eben, dass Portugal die beste Mannschaft war. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in den Kommentaren schreiben, dass es das alles anders ist, aber wir unterhalten uns ja hier auch nur. Also es darf jeder gerne eine andere Meinung haben. Aber ich hatte halt bei den Kommentaren von Fanny Pilgo eher so rausgelesen, dass das Ganze so ein bisschen durch die Polenbrille gesehen wird. Und es scheint ja auch so zu sein, dass er zumindest Polen-Fan ist. Wie gesagt, er hat jetzt das Video logischerweise noch nicht gesehen, als er den Kommentar geschrieben hat, weil ich ja gerade live kommentiere. Aber wenn er das, ich hoffe mal, er guckt das Video an, und wenn er das anguckt, dann wird er es vielleicht nochmal überdenken oder so, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach ist dieses Argument, die Wettquoten standen eindeutig bei Portugal, ein sehr gutes Argument. Ach so, ich habe noch nicht zu Ende gelesen, weil hier schreibt jemand, er schreibt dann nämlich weiter,
Und das Wettquotenargument zieht dich komplett ins Lächerliche. Warum? Warum? Das möchte ich jetzt bitte begründet haben. Ich habe schon begründet, warum die Wettquote ein sehr guter Indikator dafür ist, wer die bessere Mannschaft ist. Weil eben die Buchmacher davon leben, keine falschen Quoten rauszuhauen. Also keine Quoten rauszuhauen, die dem Spieler, dem Wetter eine Möglichkeit gibt, Profit zu machen auf lange Sicht. Sondern die Quoten sind immer so angegeben, oder sie versucht sie immer so anzugeben, dass sie eben Gewinn machen, egal wie man worauf tippt. Also wenn Portugal bei den Wettquoten als entsprechend bessere Mannschaft angegeben wird, dann ist das ein weiteres Indiz dafür, dass sie auch die bessere Mannschaft sind. Und meiner Meinung nach, zumindest bei den Experten, die ich so gehört habe im Fernsehen, waren die genau der gleichen Meinung, dass Portugal die bessere Mannschaft ist. Aber gut, kann jeder anders sehen. Wie gesagt, du hast jetzt auf Garantie dieses Video auch nochmal angeschaut und kannst gerne nochmal was dazu schreiben. Gut, also Polen ist dann leider nicht in der Lage gewesen, die Überlegenheit am Anfang und das Überrumpeln des Gegners auszunutzen und halt auch die Führung auszubauen. Dementsprechend ist dann irgendwann das ganze Spiel ein bisschen eingeschläfert, wobei es relativ, ich weiß gar nicht, wie schnell jetzt nach diesem Einzelnen von Polen der nicht gegebene Elfmeter kam. Auf jeden Fall hätte Portugal dann einen Elfmeter bekommen müssen, den es nicht gab, was nicht ganz so schlimm war, weil kurz darauf hat Polen trotzdem den Ausgleich geschossen und danach... Ja, ist das Spiel immer weiter versandet und irgendwie haben beide Mannschaften, Polen wahrscheinlich sogar einen Tick mehr als Portugal, sich mit diesem Unentschieden abgefunden. Also Polen gerade durch, heißt das Sanchez? Ich glaube, ich hoffe es, gerade mit Ronaldo, der leider auch wieder die ein oder andere fahrlässig arrogante Aktion hatte, wo er halt den Ball nicht abspielt. Aber gerade mit Ronaldo und ich glaube, der eine heißt Sanchez, ne, der Typ, den sich Bayern gekauft hat für 35 Millionen, ich denke mal, der heißt so. Genau, mit den zwei war dann das Spiel von Portugal nach vorne ein bisschen aufregender, sage ich mal, als das Spiel von Polen. Aber insgesamt waren beide nicht wirklich lustvoll bei der Sache. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass beide, wenn mich recht entsinne, beide hatten eine Verlängerung in den Knochen, Polen sogar ein Elfmeterschießen. Jetzt mussten sie dann halt wieder logischerweise mindestens 90 Minuten gehen, dann ging es sogar in die 120 Minuten in die Verlängerung rein. Das heißt, man hat dann halt auch relativ schnell gemerkt, auch schon am Ende der regulären Spielzeit, dass die Mannschaften ziemlich platt sind und diese Verlängerung in den Knochen steckt. Ich gehe auch davon aus, dass Portugal im Halbfinale rausfliegt, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie so mega kaputt sein werden. Es sei denn natürlich, also sie spielen ja glaube ich gegen den Gewinner von Wales, gegen Belgien. Und ich sage dann natürlich, wenn Wales gegen Belgien heute Abend ebenfalls 120 Minuten am besten noch Elfmeterschießen reinsteckt, dann könnte es vielleicht sein, dass dann die Chancen wieder ein bisschen ausgeglichen sind. Aber ich denke halt insgesamt, dass Portugal verlieren wird im Halbfinale, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt einfach schon zweimal über 120 Minuten gehen mussten. Ja, wie gesagt, Polen, Portugal haben sich dann beide, also Polen mehr als Portugal, auf dem Unentschieden geeinigt und dann in die Verlängerung. In der Verlängerung ist dann auch nicht mehr so viel passiert und dann ging es irgendwann ins Elfmeterschießen. Alle Elfmeter waren super geschossen, alle Elfmeter gingen rein, bis dann eben der Elfmeter von Kuba kam. Der war eigentlich auch nicht so schlecht geschossen, vielleicht nicht straff genug, man hätte ihn höher schießen müssen oder halt straffer, damit der Torwart nicht rankommt. Er ist halt ziemlich gut hingesprungen, hat ihn mit einer Hand rausgefischt und leider hat dann auch der letzte Schuss, also der letzte Portugiese, ich weiß nicht mehr, was war, aber der letzte Portugiese hat dann leider auch den Elfmeter verwandelt und dann hat dementsprechend Portugal 6-4 gewonnen. Ja, also so richtig verdient war es eigentlich nicht, dass es da einen Gewinner gab. Es wäre besser ein Vorrundenspiel gewesen, was unentschieden ausgeht nach 90 Minuten. Aber es muss leider einen Gewinner geben und es war in dem Fall halt Portugal und nicht Polen. Wie gesagt, mir wäre Polen lieber gewesen. Kann man nichts machen. Ich gehe aber davon aus, dass Portugal jetzt im Halbfinale rausfliegt. Dann kommen wir zu dem Spiel, was heute Abend ist, und zwar Wales gegen Belgien. Ah, Wales gegen Belgien. Also ich hoffe eigentlich, dass Wales weiterkommt, muss ich zugeben, weil ich Belgien einfach... Die haben eine sehr gute Mannschaft, die haben auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft, aber meiner Meinung nach kein gutes Team. Also die passen einfach nicht so richtig zusammen, die arbeiten nicht gut zusammen. Das war auch schon bei der WM letztes Mal so und ich weiß nicht. Und Wales ist der Underdog. Wales hat außer Bale eigentlich keine krassen Spieler und es wäre halt schon krass, wenn die ins Halbfinale kommen. Und wie gesagt, für die, die es nicht gesehen haben, ich war wie gesagt in Holland und habe da zwei Videoblogs gemacht und im zweiten Videoblog habe ich über Minigolf geredet. Wir haben dann eine Minigolfrunde gespielt mit den Leuten, die dabei waren. 7 Mann waren wir und haben halt so aus Spaß Mannschaften der EM genommen und geguckt, wer am Ende halt gewinnt, um quasi zu prophezeien, wer die EM gewinnt. Und lustigerweise hatte Wales gewonnen. Also derjenige, der sich für Wales entschieden hatte, der hat dann Minigolf gewonnen. Deswegen, wenn Wales jetzt ins Halbfinale kommen würde, wäre es schon ziemlich lustig. Weil eben, ja, das ist dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie das Turnier gewinnen. Was hat denn nicht passiert? Oh mein Gott, sie spielen im Finale gegen Deutschland und da gewinnen wir hoffentlich. So wird es hoffentlich kommen.
Ja, Wales gegen Belgien heute Abend. Also ich kann es echt nicht einschätzen. Ich finde, Wales durch Bale, wenn Bale wieder sehr gut spielt, ist super gefährlich nach vorn. Standen hinten eigentlich ganz okay, aber natürlich, Belgien ist eigentlich auf jeder Position besser besetzt, außer eben auf der Position, wo Bale spielt. Haben einen mega krassen Torwart mit Courtois, haben super geile Stürmer, haben ein richtig gutes Mittelfeld mit Nainggolan und Konsorten. Also eigentlich muss es Belgien gewinnen. Eigentlich ist Belgien die deutlich bessere Mannschaft, also die haben die be deutlich besseren Spieler, aber ob es die bessere Mannschaft ist, das ist die Frage und das wage ich fast zu bezweifeln. Wenn Belgien gewinnt, wäre es keine Überraschung, wenn Wales gewinnt schon und wie gesagt, ich bin für Wales. Wie habe ich denn da eigentlich getippt? Oh, da habe ich wirklich auf Wales getippt. 2-1 Wales. Na, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Vielleicht bin ich wieder der Einzige, der in dem Fall, auf Wales tippt. Mal schauen. Diesmal sind die Wettquoten, um auf diese Lächerlichkeit nochmal einzugehen, aber auch deutlich für Belgien. Das heißt, wenn man 1 Euro setzt, dann 1,80 Euro gewinnt man bei Belgien. Wenn man 1 Euro setzt, dann gewinnt man 4,90 Euro bei Wales. Und bei Portugal waren es, wenn man 1 Euro setzt, gewinnt man 2,30 Euro. Und wenn man, also wenn Portugal gewinnt, und wenn man auf Polen 1 Euro setzt, dann gewinnt man 3,75 Euro. Also man sieht, es ist schon ein etwas größerer Abstand, über 1 Euro Unterschied. Und ich weiß nicht, warum das lächerlich sein soll, dass man die Wettquoten mit als Indizier nimmt, wer die bessere Mannschaft ist, weil ja logischerweise es so sein sollte, dass die bessere Mannschaft auch die schlechtere Quote hat, also man weniger Geld rausbekommt. Das ist ja nur eigentlich logisch. Deswegen weiß ich nicht, warum das lächerlich ist. So, das war's aber dazu. Ihr dürft mir, wie gesagt, oder das heißt, ich würde mich echt diesmal sehr darüber freuen, wenn es ein paar Meinungen gibt. Erstens über die Wettquoten, warum das lächerlich sein soll, verstehe ich nicht. Das ist einfach eine Tatsache. Und generell, ob ich halt so subjektiv bin, wie es mir vorgeworfen wird, was Deutschland angeht, meiner Meinung nach eigentlich nicht. Ich denke eigentlich immer, ich bin unparteiisch. Also klar bin ich für Deutschland, ich will, dass Deutschland gewinnt, aber ich versuche trotzdem immer die Spiele so zu sehen, wie sie halt gewesen sind. Und naja, mal schauen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man nicht loben. Euer Paxel, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.